Heute ist also der große Tag. Das heißt, es stimmt nicht ganz. Der wirklich große Tag ist erst morgen, aber der Countdown beginnt schon heute. Sorgfältig müssen die Sachen gepackt und insbesondere auch die Kameras und deren Akkus überprüft werden, denn Versäumnisse sind danach nicht mehr korrigierbar. Umgekehrt muss das Gepäck minimiert werden, denn es zählt oberhalb von 5000 Metern jedes Gramm, was man weglassen kann. Den Weg zum Container kennen Sie ja bereits, so dass ich mich heute auf wenige Aufnahmen beschränken kann. Heute fahren auch die Autos hoch bis zum Zwischenlager und Sie werden sich fragen, warum wir trotzdem laufen. Nun, auf knapp 6000 Metern Höhe bringen die Motoren längst nicht mehr die Leistung, die in den technischen Daten steht. Gut, bei manchen Modellen trifft das auch auf Meeresspiegelhöhe zu, aber das steht hier nicht zur Debatte. Jedenfalls hätten die Autos voll beladen echte Schwierigkeiten und würden trotzdem eine Menge Sprit verbrauchen. Zwar kann den Autos nicht das Hubschrauberschicksal widerfahren, den Sprit müssen sie aber trotzdem gut einteilen. Schließlich müssen sie uns noch mindestens nach Copiapo zurückbringen. Am frühen Nachmittag treffen wir mit verteilten Rollen am Container ein und es war durchaus ratsam, im ersten Drittel dabei zu sein. Ich erwähnte beim ersten Besuch schon, dass die Pritschen nicht für alle reichen und wer drinnen keinen Platz mehr abbekommt, der darf draußen im Zelt schlafen. Auf knapp 6000 Metern Höhe auch nicht unbedingt ein Vergnügen. Diejenigen, die eine Pritsche erwischt haben, hocken drinne und bewachen ihre Beute. Die anderen müssen ihre Zelte aufbauen. Das Nachtlager herzurichten beschränkt sich darauf, den Schlafsack auszurollen und die Isomatte etwas nachzupumpen. Dann wird zum Essen gerufen, denn die Suppe ist fertig. Danach noch eine Tasse Tee und dann gibt's noch eine Lektion. Das letzte Stück zum Gipfel des Ochos ist steil und ausgesetzt, so dass es sicherheitshalber nur angeseilt zu begehen ist. Dummerweise haben wir keine Klettergurte dabei, so dass wir improvisieren müssen. Unsere Guides haben für jeden ein ausreichend langes Stück Gurt besorgt, welches nun kunstvoll um die richtigen Körperteile gebunden werden muss. Damit das Ganze hält, müssen auch die Knoten richtig gebunden werden. Aber etwas skeptisch sind wir doch, ob nicht im Ernstfall unsere empfindlichsten Körperteile arg strapaziert werden könnten. Danach hat jeder ausreichend Zeit zum Üben,
damit das Einfädeln am nächsten Morgen auch richtig klappt. Am späten Nachmittag machen sich die Autos wieder vom Acker. Wir vertreiben uns die Zeit noch ein bisschen. Und dann geht's früh ins Bett, denn es wird eine kurze Nacht werden. Um 1.30 Uhr nachts klingelt der Wecker, wobei wir ohnehin nicht tief geschlafen haben. Die Bergausrüstung wird angelegt und im Licht der Stirnlampen gibt es noch etwas zu essen und zu trinken. Vor allem die Thermosflaschen werden noch gefüllt. Und dann geht's hinaus in die Kälte. Obwohl es bitter kalt ist, können wir über das Wetter nicht meckern. Es ist nämlich nicht windig, denn das hätte den Aufstieg scheitern lassen können. Der Ojos del Salado ist der höchste Vulkan der Welt und überragt die umliegenden Berge deutlich. Als Vulkan ist er zwar schon lange inaktiv, aber die kalten Höhenwinde treffen ihn wegen seiner exponierten Lage mit voller Wucht. Das hat bei anderen schon den Abbruch der Besteigung erzwungen. Inzwischen ist es hell und leider auch steil geworden, so dass wir stückweise die Steigeisen anschnallen müssen. Gegen 9 Uhr erreichen wir ein Hochplateau, welches ungefähr auf 6700 Metern Höhe liegt. Den Gipfel unmittelbar vor Augen gönnen wir uns nochmal eine Verschnaufpause. Und dann nehmen wir die letzte Etappe in Angriff. Der Schnee ist verharscht und in der Regel hält die harte Schicht. Wenn man jedoch einkracht,
dann steht man bis zu den Knien im Schnee. Das letzte Stück vor dem Gipfel ist eine Felsspalte, die ein bisschen Kletterei erfordert und wo aus Sicherheitsgründen ein Seil gespannt wird. Das ist auch der wesentliche Grund, warum wir nur einzeln auf den Gipfel dürfen. Platz wäre eigentlich für alle. Der Nächste darf jedoch erst starten, wenn sein Vorgänger wieder unten ist. Aus diesem Grunde gibt es auch kein klassisches Gipfelfoto. Der Gipfel selbst, auf rund 6900 Metern Höhe, immerhin die zweithöchste Erhebung des amerikanischen Kontinents, ist unspektakulär. Dort drüben sieht man den Ostgipfel, der bereits auf argentinischem Territorium liegt. Wer den Gipfel hinter sich hat, tritt alsbald die Heimreise, sprich den Abstieg an. Es hat nicht geschneit, es weht kein Wind und die Gegend ist übersichtlich. Das heißt, man kann sich eigentlich nicht verlaufen. Viele Aufnahmen gibt es nicht vom Abstieg. Lediglich für ein Büßereisfeld hole ich die Kamera nochmal aus dem Rucksack. Nach und nach trudeln alle wieder am Container ein. Und diejenigen, die das Handtuch geworfen haben, waren ohnehin schon vorher da. Hier müssen wir nun die zurückgelassenen Sachen wie Schlafsäcke, Isomatten und so weiter wieder einpacken und dann geht's hinab zum Basislager. Dort wieder angekommen, gibt's ein paar Glückwünsche und dann etwas Ordentliches zu essen. Während wir die Zelte abreißen, wird deutlich, welch ein großes Glück wir mit dem Wetter hatten. Jetzt würden wir dort oben im Nebel, vielleicht sogar im Schneesturm stehen. Das unwirtliche Basislager am Ojos haben wir noch am Abend verlassen und uns an die wesentlich freundlichere Laguna Verde zurückgezogen. Zwar hat es auch hier in der Nacht etwas geschneit, was man an den Schneeresten auf meiner Tasche noch erkennen kann. Heute soll es zurückgehen an die Küste. Das ist eine recht lange Fahrt durch die Wüste, aber übermäßige Eile ist dafür nicht geboten. Ich bin froh, dass niemand dich gefilmt hat, wie du gerade eben aus dem Zelt ausstiegst. In aller Ruhe kramen wir unsere 7 Sachen zusammen und verstauen alles rüttelsicher auf den Autos. Steffen braucht noch ein Werbefoto für den nächsten Katalog seines Reisebüros. Und etwas später verlassen wir diesen wunderschönen Campingplatz. An der Abzweigung zum Ojos genießen wir nochmal einen Moment lang unseren Gipfelsieg und dann begeben wir uns auf die rund 300 Kilometer bis zur Küste. Je nachdem,
welche Affinität man zur Berg- und Wüstenwelt hat, findet man die nun folgende Strecke hochinteressant oder stinklangweilig. Nach rund 2 Stunden Fahrt erreichen wir die Grenzstation, wo wir gewissermaßen offiziell wieder nach Chile einreisen. Für unsere Fahrer ist es auch eine willkommene Pause, denn es ist leicht nachvollziehbar, dass die Fahrt über die Rüttelpisten recht anstrengend ist. Attilio scheint für die Grenzbeamten ein alter Bekannter zu sein und nutzt die Gelegenheit für einen Smalltalk. Kurz nach der Abzweigung nach Copiapo verrät uns ein Wegweiser, dass wir bis zur Küste noch rund 250 Kilometer vor uns haben. Die Wüste stellt man sich ja meistens als eine weitgehend ebene Sandfläche vor. Tatsächlich haben Wüsten sehr vielfältige Formen, wie wir insbesondere während dieser Reise erleben durften. Momentan durchfahren wir eine Schlucht, wo hin und wieder Abzweigungen auftauchen, die zu irgendwelchen Minen führen, wo Kupfer, Gold oder andere begehrte Rohstoffe gefördert werden. Das sind aber auch die einzigen Stellen, wo man auf menschliches Leben trifft. Es gibt keinerlei normale Siedlungen, weil nämlich die wichtigste Voraussetzung dafür, ausreichend Wasser, fast völlig fehlt. Jedenfalls, wenn man von der Eselswiese mal absieht, aber davon wissen Sie ja schon, dass das Wasser für Menschen hier nicht besonders gesund ist. Esel vertragen vielleicht viel mehr Arsen als Menschen und deshalb sind sie auch so grau. Obwohl auf der Strecke sehr wenig Betrieb ist, scheint es verhältnismäßig viele Unfälle zu geben.
Wahrscheinlich verführen die schnurgeraden Schotterpisten zu überhöhter Geschwindigkeit. Zur Warnung vor solchem Leichtsinn hat man die Autowracks deutlich sichtbar an der Straße aufgestellt. Ist vielleicht wirksamer als irgendwelche frommen Sprüche. Am frühen Nachmittag erreichen wir Copiapo, wo auch Attilios Agentur ihren Regierungssitz hat. Während Attilio und seine Mannschaft die Ausrüstung ausladen, unternehmen wir einen kleinen Rundgang durch das Stadtviertel. Die Verpflegung unterwegs war nicht schlecht, Schnee und Eis waren auch im Angebot, aber einen Eisbecher gab es eben doch nicht. Und so erliegen wir gleich der erstbesten Versuchung. Nach dem Verzehr derselben nehmen wir die letzten 50 Kilometer nach Calama in Angriff. Dort landen wir in dem Hotel, in welchem wir schon vor dem Aufbruch in die Wüste gespeist haben. Und dürfen uns während des Sonnenunterganges auf einen entspannten Strandaufenthalt am morgigen Tag freuen.